Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Wein erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und ich freue mich sehr, dich heute zu einer weiteren Folge meiner Interviewreihe auf ein Glas Wein begrüßen zu dürfen. Ja, heute ist Johannes Scheidt am Mikrofon zu hören. Johannes ist ebenfalls Deutscher, er ist angestellt bei dem Weingut Schuck als Assistant Winemaker. Wir sprechen unter anderem auch dann drüber, welche Aufgaben er dort hat und welche Rolle er auf dem Weingut spielt und in welcher Art und Weise er sich dort einbringen kann. Johannes stammt von der Mosel, hat dann auch in Geisenheim studiert und ist dann im Rahmen eines Praktikums nach Amerika gekommen. Wir sprechen auch unter anderem über Weintourismus in Deutschland heute. Wir sprechen aber auch über Trends und Bewegungen in Kalifornien, die den Stil des kalifornischen Weines maßgeblich beeinflusst haben. Da ist unter anderem natürlich die Rhone Rangers zu nennen und die Meritage-Bewegung. Das ist das, was dann im Interview später auch uns beiden vom Namen her gerade nicht eingefallen ist. Was das genau ist, hinterlege ich euch wie immer mit ein paar Hintergrundinfos in den Shownotes, mit den entsprechenden Links, wo ihr die Sachen dann nochmal nachlesen könnt. Dann würde ich sagen, dann legen wir einfach los. Wie immer stellt sich Johannes erst mit ein paar Worten selber vor und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Interview. Hallo, ich bin der Johannes Scheidt. Ich stamme ursprünglich von der Mosel, okay, in Deutschland und lebe seit circa 5 Jahren hier in Sonoma in Kalifornien. Okay. Ja. Und Mosel ist ja ein Riesengebiet. Mhm. Aus welcher Ecke da? Mhm. Von der Mittelmosel, von genauer gesagt von Zell an der Mosel. Okay. Ja. Deine bekannteste Lage ist da die Zeller Schwarze Katze. Ist die Großlage. Okay. Ja. Ich sage immer ein bisschen, ja, Zell ist der größere Ort, von dem ich bin. Zell hat ja verschiedene Stadtteile. Genauer gesagt vom Stadtteil Merl mit den Königslei-Terrassen ist dann schon so ein bisschen die bessere Lage. Ja, ich muss ja gestehen, ich war da noch nie. Also ich glaube, ich bin einer der wenigen und vielleicht sogar der einzige Weinakademiker, der noch nicht an der Mosel war. Ich kenne natürlich die Weine und ich komme ja aus München ursprünglich und es ist natürlich ein weiter Weg und wir haben zwar mal in Bensheim gewohnt an der Hessischen Bergstraße, okay, ja. Und ein Teil des Freundeskreises von meiner Frau, der ist da auch in Bonn, ist ja zumindest mal die grobe Richtung, da muss ich aber gestehen, dann sind wir nur ins Ahrtal gefahren. Ja, gut, aber um die Ecke ist quasi um die Ecke, aber weiter, ja, haben wir es dann gar nicht geschafft, dann sind wir da hängen geblieben. Aber nichtsdestotrotz, Mosel ist natürlich, sage ich mal, jetzt vielleicht durch die internationale Brille gesehen, die Weinbauregion Deutschlands schlechthin eigentlich. Ne? Also wenn einer Nicht-Deutscher an Deutschland denkt, denkt er eigentlich an Mosel, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch so sagen. Ja, jetzt gerade speziell beispielsweise, wenn man hier dann mal in eine Weinhandlung geht oder, ja, auch im Supermarkt quasi nach deutschen Weinen schaut, sieht man schon, wenn man von Deutschland spricht, überwiegend Weine von der Mosel. Ah. Ja. Es ist ja insofern interessant, dass die Reputation jetzt vom Moselwein im Ausland, würde ich sagen, ja tendenziell fast höher ist, auch wenn es natürlich jetzt einzelne Leuchtturmwinzer gibt, ja, die hervorstechen, aber in der großen und breiten Masse ist das Ansehen von der Mosel im Ausland witzigerweise fast höher, ist mein Eindruck. Wie würdest du es sehen? Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ja, habe ich schon oft mit Freunden, mit Kollegen, mit Studienkollegen drüber gesprochen. Aber ja, die Weine von der Mosel sind schon sehr bekannt im Ausland, wo sie wirklich in Deutschland teilweise leider ein bisschen hinterherhinken. Ja. Ja, wäre natürlich schön, wenn sie... Weil der Moselstil so einzigartig letzten Endes auch ist, oder? Klar, ist ganz eigenartig, speziell. Einzigartig, speziell durch die Gegebenheiten, durch die verschiedenen Böden, durch die verschiedenen Schieferböden, dann doch durch dieses kühlere Anbaugebiet. Und ich denke mal, das gefällt den Leuten. Mhm. Und es ist auch eine sehr schöne, romantische
touristische Gegend. Absolut. Ich denke, ja, wenn gerade spezielle Leute hier oder im Ausland Bilder davon sehen, sind sie doch schon sehr beeindruckt hin und weg und möchten dann, ja, das kannst du schon wertschätzen. Und jetzt gab es ja das Reizthema die letzten Jahre, da die Mosel-Hochbrücke, hast du das noch mitbekommen? Irgendwie mit ging es ja hoch her, dass es hieß, verschandelt einer der besten Lagen an der Mosel. Hat sich das bewahrheitet, die Befürchtungen? Oder? Ja, ist natürlich ein Thema, womit man klar ständig man hört sehr oft dort von. Und ich bin selbst circa zweimal im Jahr an der Mosel. Okay. Ich versuche immer zweimal im Jahr. Ja, Familie, wir haben noch ein kleines Weingut an der Mosel, dort ein bisschen mitzuhelfen. Und man sieht schon, wie es langsam, wie die Brücke langsam gebaut wird. Ist sie noch gar nicht fertig? Ich dachte, ist fast fertig, meines Erachtens. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ist klar, passt natürlich landschaftlich wenig. Schon Dorn im Auge. Ja. Man sieht so ein bisschen, sieht man es ja auch in Winningen. Mit dem Hochmoselübergang dort passt natürlich wenig. Man hat dieses romantische enge Tal und dann hat man so eine. Ich glaube, das, was sich die meisten Leute gefragt haben, ist einfach, wie zwingend halt so ein Projekt ist. Das ist natürlich auch wieder die Nachteile, die es bringt, ist ja oft so eine politische Entscheidung, dass man halt gesellschaftlich Vor- und Nachteile abwiegt. Ja. Aber es ist natürlich immer dann die Frage, wie notwendig oder wie groß fallen die Vorteile aus vor dem Hintergrund der Nachteile und der Verschandelung letzten Endes, die man in Kauf nimmt. Ne? Ja. Und Mosel hat er, also du kommst aus einer Winzerfamilie dann auch letzten Endes und hast quasi von der Pike auf dann bist in das Weingeschäft reingewachsen. Du konntest gar nicht anders aus. Anfangs vielleicht konnte ich nicht anfangs. Nee, Spaß beiseite. Ich habe immer gerne meinen Eltern draußen im Weinberg geholfen. Ja. Klar, natürlich Traktor fahren, immer draußen mit dabei. Das macht natürlich unheimlich Spaß als junger Kerl sozusagen. Damals habe ich schon eine Leidenschaft dafür entwickelt und dann auch später auch ein bisschen mehr im Keller mitgeholfen. Und dann, war es quasi gar keine Frage. Das hat mich schon nach Geisenheim gebracht zum Studium, weil ich einfach, diesen Beruf liebe und mir den Tag, sage ich mal, ohne Wein gar nicht vorstellen. Ja, das geht mir ähnlich. Also ein Tag ohne Wein ist irgendwie ein verlorener Tag, oft denke ich mir. Das heißt aber, ich weiß nicht, hast du noch Geschwister? Ich habe noch eine jüngere Schwester, weil ich denke mal, wenn also mit vielen Winzern, wo jetzt so der Generationsübergang sich langsam anbahnt, hoffen natürlich viele drauf, dass der Betrieb fortgeführt wird, am besten halt in der eigenen Familie. Wie habt ihr euch das ausgedacht? Macht es die Schwester dann eher zu Hause? Oder ist auch schwierig. Ja, klar. Um vielleicht mal auf das Thema von eben zu sprechen zu kommen. Ist natürlich auch wieder mit dem, Sie hatten es ja gesagt, das Image von der Mosel ist selbst in Deutschland, sagen wir mal, nicht so hoch angesehen wie im Ausland. Und also gibt schon viele Betriebe, die nicht selten oder in wenigen Fällen fortgeführt werden, weil es eben dann doch sehr viel Handarbeit ist. Durch die Steillagen. Durch die Steillagen. Und für viele rentiert es sich leider einfach nicht. Und so haben wir auch ein kleines Problem. Also die Weichen sind noch nicht ganz gestellt. Okay. Momentan machen es noch die Eltern. Mal schauen, was die Zukunft wird. Also letzten Endes ist das Problem ja dann, dass auf dem deutschen Markt, das hatte ich jetzt mit Claudia schon gerade, dass der Durchschnittsflaschenpreis in Deutschland natürlich unheimlich niedrig ausfällt, die Leute schwer dazu bewegen sind. Also im LEH weiß ich, gibt es halt zwei Schallmauern, das sind 5 und 10 Euro pro Flasche. Und über 10 Euro wird es einfach mengenmäßig sehr, sehr dünn. Und ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass die Leute handwerklich hergestellte Lebensmittel, ich würde es sogar breiter fassen, nicht nur auf dem Wein, einfach den Aufpreis in vielen Fällen nicht so bereit sind halt zu zahlen letzten Endes. Und das macht es natürlich dann für Kleinbetriebe sehr, sehr schwierig, über die Runden zu kommen. Ne? Richtig, ja. Also da macht es wirklich schon. Ja, gerade wenn man von diesem Preisniveau spricht und kann wirklich wenig Maschinen einsetzen, ist es schon fast unmöglich. Ja. Sehr, sehr schwierig, sage ich mal, eine vernünftige Basis und auch, quasi überleben zu können. Ja, ich habe ja selber mal ein Praktikum gemacht da in
Zwingenberg, das ist da Richtung Darmstadt von Bensheim aus gesehen. Mhm. Eigentlich so der fast nördlichste Ort an der hessischen Bergstraße. Und da bin da im Wein ein halbes Jahr im Weinberg mitgelaufen oder auf dem Weingut. Ja. Und das fand ich insofern sehr interessant, weil es die Perspektive auf Wein halt nochmal ändert, weil man die Produktionszeit sieht, weil man die Leute kennenlernt, die hinter dem Wein stehen. Die machen das natürlich alle mit sehr viel Enthusiasmus und Hingabe, weil ich denke, anders kann man den Knochenjob in vielen Fällen auch gar nicht machen, gerade wenn eben viel Handarbeit ist. Das ist, glaube ich, vielen auch nicht bewusst, dass es auch körperlich ein beschwerlicher Beruf ist, gerade im Weinberg. Und über ein halbes Jahr eigentlich hinweg. Und der Wein natürlich dort auch einfach die Lebensgrundlage ist. Also wenn dann schlechtes Wetter kommt, wenn es extrem ausfällt, führt es halt auch teilweise tatsächlich halt zur Existenzangst, wenn Ernten schlecht werden oder die Qualität schlecht ist. Und da muss ich sagen, das hat für mich halt schon den Effekt gehabt. Man hockt jetzt hier und probiert Wein und maßt sich da ein Urteil oft an und kennt die Leute nicht, kennt die Bedingungen nicht, kennt die Nöte nicht, die Ängste und so weiter, die Entscheidungen, die sie treffen. Und ich finde, also es ist dann ein Jammer, wenn dann Kleinbetriebe eigentlich da mit dem Rücken zur Wand stehen und letzten Endes sich dreimal überlegen müssen, ob sie den Betrieb halten können und fortführen können. Ja, im Prinzip schon. Ja, also man sieht es ja, letztes Jahr oder 2018 war ja ein sehr schöner Jahrgang in Deutschland. Aber hier auch, hat sie mir gerade erzählt. Auch, ja. Aber in der Vergangenheit kam es natürlich öfters mal wieder zu extremen Wetterschwankungen. Ja, wo es dann schon mit Hagel, je nachdem, im Frühjahr anfängt. Oder mit zu viel Regen zum Erntezeitpunkt. Und dann klar, wenn man, wie Sie gesagt haben, schon als kleine Winzer dort steht und ja, auf dem Wetter hat man zum Glück keinen Einfluss, aber manchmal kann es natürlich dann schon sehr eng werden, wenn dann die Ausbeute zu gering ist. Wir waren ja eigentlich beim Du, ich probiere es jetzt nochmal, aber kein Problem. Das heißt, aber trotz der Widrigkeiten hast du dich dann entschieden, eben auch eine Hochschulausbildung in dem Bereich zu machen und bist dann nach Geisheim gegangen, was jetzt in Deutschland ja eigentlich der Hochschul- oder Forschungsstandort schlechthin ist, meines Wissens. Es gibt schon ein paar andere, Pfalz-Höchheim und wer ist da drin in der Pfalz noch? In Neustadt gibt es mittlerweile auch. Mittlerweile gibt es ein paar mehr. Ja. Ich hatte schon 2007 angefangen. Okay. Und von daher waren die Pfalz-Hochheim gab es natürlich. Ja. Aber ich habe mich dann für Geisenheim entschieden. Auch ein bisschen, sage ich mal, wegen der Nähe zu Mosel. Ja. Und ist auch ein guter Heiratsmarkt, was ich so mitbekommen habe. Das natürlich auch. Ja. Aber du hast dann den Sprung hierher gemacht. Also war das schon vorgegeben, aus irgendeinem Grund nach USA zu gehen? Nein, gar nicht. Wie gesagt, 2007 habe ich in Geisenheim angefangen. Und nach dem vierten Semester schreibt Geisenheim quasi ein Praktikum vor. Kann dieses Praktikum in den Semesterferien für circa 12 Wochen, kann in Deutschland, kann aber auch international absolviert werden. Und klar, ich dachte immer, ich werde in Deutschland bleiben, werde das Weingut unternehmen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für etwas mehr Auslandserfahrung zu sammeln. Ja. Und ja, so kam ich quasi zum Weingut Schug. Der Walter Schug war zu dem gleichen Zeitpunkt in Deutschland, in Geisenheim, und hat in der Hochschule etwas über den kalifornischen Weinbau erzählt. Aha. Und ich habe in der Vorlesung quasi gesessen und bin dann einfach zu ihm hin und habe ihn einfach gefragt, ob er nach Praktikanten für die Ernte schaut, 2009. Und gesagt, getan. Das ist jetzt auch schon 10 Jahre. Fünf Monate später war ich dann hier in Kalifornien auf seinem Weingut. Als Praktikant. Okay, bist dann zurück wieder und hast das Studium fertig gemacht dann quasi? Richtig, genau. Also für 12 Wochen, 3 Monate. Bisschen länger geblieben. Okay. War ich dann hier auf dem Weingut. Okay. Und bin dann aber wieder zurück nach Deutschland, nach Geisenheim, um dann auch fertig zu studieren. Und nach dem Studium dann bist du gleich? Nach dem Studium habe ich dann zuerst für ein Weingut an der Mosel gearbeitet und bin dann ein Jahr später bin ich dann wieder nach Kalifornien, wieder zum Weingut Schug. Hatte aber auch schon 2009 meine Mitpraktikantin sozusagen ein Auge drauf geworfen. Und ja,
Also kalifornischer Wein und kalifornische Frauen haben einem dann nicht so gut, dass du nach Deutschland dann ein bisschen angetan. Ja, ja. Also schaut es eher dann aus, dass du dann hier bleibst. Ja, jetzt, ja. Also seit 2011 bin ich dann für ein ganzes Jahr nach Kalifornien. Dann hat es auch ein bisschen mit meiner Freundin, sie stammt aus San Francisco. Ah, okay. Wurde es dann ein bisschen intensiver. Mhm. Und sie kam dann, das Ganze ist natürlich, ich sag mal, ist schön, aber man muss immer ein bisschen im Nachhinein oder ein bisschen im Hinterkopf behalten. Für die 12 Wochen, also für ein ganzes Jahr, Bürokratie, Arbeitsvisum etc. Da wollte ich gerade noch zu sprechen kommen. Ja, ich meine, es ist ja schon kompliziert in den USA mit Visum. Und ich weiß nicht, hast du eine Green Card oder eine Arbeitsvisum? Mittlerweile, wir sind verheiratet seit 2013. Ja, gut, das ist genau, und seit 5 Jahren quasi habe ich jetzt eine Green Card. Okay. Ja, macht das Ganze dann, dann ein bisschen einfacher. Ja, aber ich muss sagen, also Kalifornien würde ich jetzt absolut schon zu den Orten zählen, wo ich mir auch vorstellen könnte zu leben. Also es gibt sicherlich, Deutschland ist natürlich ein lebenswertes Land, gar keine Frage, aber man hat so ein paar Sehnsüchte. Und ich sag mal, wenn man gesund ist und Geld hat, ist Kalifornien sicherlich ein super Ort zu leben, ja, weil es muss halt beides da sein und dann ist das sicherlich total genial hier, ja. Ja, auf jeden Fall. Also also Kalifornien an sich ist ein sehr, sehr schöner Staat. Gerade auch hier oben Nordkalifornien, auch wird der Unterschied zwischen Süd- und Nordkalifornien. Also hier oben so eine circa eine Stunde von San Francisco, mitten im Weinanbaugebiet, sehr schöne Gegend, natürlich sehr schönes Wetter, viel Outdoor, Richtung Mendocino, viele Aktivitäten, aber auch in San Francisco ist man quasi relativ schnell an der Küste direkt vor der Haustür, Lake Tahoe zum Skifahren. Ja, ich wollte es ja morgen machen, aber der Wetterbericht, also ich habe extra Skizeug und so eingepackt aber die haben hier eine Winterstorm Warning rausgegeben. Ja, also dieses Jahr ist ein bisschen, also kühler kommt es einem rüber, es fühlt sich kühler an wie die letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, ehrlich gesagt. Also die haben da über 2000 Meter haben die da von 1 bis 3 Meter Neuschnee gesprochen. Oh, also Also wir wollten vor ein paar Wochen schon fahren, haben es dann auch sein gelassen, weil kann je nachdem ein bisschen zu viel Schnee sein. Ja, wenn man da nicht mehr wegkommt, ist natürlich dann blöd irgendwie. Und würdest du sagen, dass, also ich meine, als Praktikant profitiert man natürlich mehr vom Weingut wie andersrum. Mhm. Jetzt hast du natürlich von einer Hochschule mit hohen Rang und Namen einen Abschluss. Würdest du sagen, das ist jetzt mehr ein Geben und Nehmen geworden, dass du quasi jetzt auch Know-how und Wissen, Techniken mitbringst, wo es Weingut auch profitiert? Also wie muss man sich das vorstellen, als Außenstehender? Warum wird man gewählt und was kann man dann letzten Endes als Neueinsteiger, was der ja faktisch dann war, weil ja viele Mitarbeiter ja schon möglicherweise länger da sind, in welcher Art und Weise kann man sich da einbringen dann? Ja, also ich denke mal schon, durch das Studium war natürlich sehr hilfreich. Eine andere Perspektive, sage ich mal, klar, in Kalifornien, in Davis, in Fresno, San Luis Obispo kann man auch sehr gut Wein und Önologie studieren. Ja. Aber ich denke mal noch eine andere Perspektive. Ich habe einen Kollegen, sage ich mal, einen anderen, einen Deutschen, der arbeitet für ein anderes Weingut und wir witzeln öfters so ein bisschen, wo die Europäer vielleicht ein bisschen mehr sich auf die Weinberge spezialisieren und wirklich sehen, dass die Qualität aus den Weinbergen kommt. Das ist interessant, weil genau das habe ich mir als Thema oder Frage auch aufgeschrieben, wo deiner Meinung nach der Wein entsteht. Also ich denke schon. Es startet im Weinberg, nur aus super Trauben kann ich einen super Wein machen. Wir denken so ein bisschen, hier hat es sehr viel mit Zahlen zu tun. Wie ist der pH-Wert von einem Wein? Wie ist die Säure von einem Wein? Also die Analytik. Mehr die Analytik, weniger der Geschmack und die Lage, wie es in Deutschland, wie es in Burgund, wie es in Bordeaux die Rolle spielt. Und das ist schon so ein bisschen eine andere Ansicht. Also kann man sagen, es ist mehr wissenschaftlicher, mehr technisiert, vielleicht auch
also im Umkehrschluss würde ich jetzt sagen, spielt die Sensorik dann eine geringere Rolle oder wie jetzt zum Beispiel Marker für Reifung ist ja die Kernfarbe oder auch der Zuckergehalt. Gut, Zuckergehalt wäre jetzt wieder eine Zahl, aber weiß doch, was ich hinaus möchte. Also, oder ist es eine Mischung aus beiden? Weil ich meine, nur auf Zahlen verlassen stelle ich mir schwierig vor, wenn am Schluss das Produkt im Glas schmecken soll. Ja, ja, ja. Also es muss schon eine gute Balance sein. Muss schon, ja. Also sich auf Zahlen verlassen, ganz wichtig. Aber auch ein gutes Bauchgefühl zu entwickeln. Ja. Wissen, was die Weinberge einem geben, gute Erfahrungen zu haben, sich auf verschiedene Wettersituationen, auf verschiedene Anbaumethoden einstellen zu können. Ja, das ist schon ganz wichtig. Ja. 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 Und das und dann wirklich jedes Jahr sein lassen. Das ist natürlich auch oft die Frage. Gerade wenn man nochmal zum Sprechen kommt von Deutschland im Vergleich zu Kalifornien. Ich denke, in Deutschland gibt es wesentlich kleinere Betriebe, wo es in Kalifornien, gut, hier bei Schuck sind wir auch ein sehr kleines Weingut für kalifornische Verhältnisse. Auf der anderen Seite gibt es aber riesige Weingüter. Und da ich schmeckt einfach, sind als ganze Anbaugebiete in Deutschland. Steht. Und ja. Da schmeckt dann einfach der Wein jedes Jahr das Gleiche. Was ja auch gewünscht ist. Was natürlich auch gewünscht ist. Weil der einfache, ich sage jetzt, das ist natürlich jetzt politisch unkorrekt, aber der einfache Konsument erwartet das natürlich auch. Das, ich vergleiche es eher so mit Bier. Da, wenn ich eine Biermarke habe, da erwarte ich nicht, dass der Kasten in 3 Monaten anders schmeckt wie genau, die schmeckt mir heute und der schmeckt mir in 10 Jahren. Augustiner muss immer wie Augustiner schmecken. Und genau. Aber das ist ja eigentlich... wie soll ich es jetzt beschreiben? Eher ein unnatürlicher Zusammenhang für Wein, weil es halt einfach ein naturnahes Produkt ist, was natürlich dem Wetter stärker ausgesetzt ist, wie jetzt die Zutaten, wie jetzt beim Bier zum Beispiel. Also will sagen, der Niederschlag vom Jahreswechsel oder der Wetterunterschiede von Jahr zu Jahr, abhängig natürlich von der Region, schlägt sich automatisch deutlich im Wein nieder, wie es jetzt beispielsweise im Bier ist. Ne? Richtig, ja, ja, ja. Würdest du sagen, dass andersrum mehr ein Schuh draus wird, dass man vielleicht sagen kann, in Deutschland ist das Wissenschaftliche, das Objektive vielleicht auch spielt noch nicht die richtige Rolle, dass das noch mehr forciert werden müsste, dass man den Aspekt mehr aufgreift, dass die vielleicht zu hemdsärmelig oft sind in Deutschland, wenn man es so beschreiben möchte? Ich denke, die Wissenschaft ist auch sehr gut und gerade auch die Forschung geht in die richtige Richtung. Ja. Aber die Anwendung ist ja immer noch was anderes. Ja, ich denke einfach, ja, vielleicht fehlt ein bisschen den Deutschen dieses Selbstvertrauen. Ah, okay. Eben hat man drüber gesprochen, also du hattest die Flaschenpreise angesprochen. Ja. Keiner würde hier quasi in Kalifornien eine Flasche für unter $10 oder unter 10 Euro anbieten. Undenkbar. Also es ist so viel Arbeit fließt in eine Flasche Wein. Und da haben die Amerikaner einfach ein ganz anderes Selbstvertrauen. Mhm. Ja, die sagen einfach, ja, das ist ein Naturprodukt, so viel Wucht gemacht und da muss man dann einfach, ja. Aber auch gleichzeitig, ja, hier gibt's auch eine ganz andere... eine ganz andere Experience, eine ganz andere Erfahrung oder Hintergrundwissen. Ja, ganz anderen, sage ich mal, Weintourismus auch vielleicht. Ach so, ja. Das ist in Deutschland Katastrophe. Wo sagt man, in Deutschland geht man, das Weingüter sind oftmals nicht geöffnet oder vielleicht nur am Wochenende von 9 bis 12 oder normal. Genau, beim und hier sind quasi ist fast jedes Weingut jeden Tag. Ist ein Ausflugsziel, jeden so Tag würde ich es fast sagen. Richtig, genau. Ja. Ja, mit tausenden Millionen von Besuchern quasi in den einzelnen Weinanbaugebieten. Ein bisschen färbt es ab, was halt hier gang und gäbe ist, sind halt diese Weinclubs. Der Besuch des Weinguts wird beworben, angepriesen. Man wird hierher gelockt, auch durch Tourveranstalter und schlag mich tot, es wird versucht, als San Francisco als Touristenmagnet natürlich schlechthin davon auch zu profitieren und die Leute aufs Land rauszulocken mit allen möglichen Möglichkeiten, sei es der Weinzug im Napa Valley oder das oder jenes. Das fängt in Deutschland jetzt gerade so an, dass die Winzer verstanden haben,
im großen Stil. Also manche haben es ja schon immer gemacht. Das ist natürlich immer nur pauschal, was ich jetzt hier sage. Aber genau, klar, es gibt immer andere Beispiele. Ja. Manche Winzer, die genau in die Kategorie fallen und manche weniger. Aber ja, ist eine ganz andere Vermarktung. Ja, aber man sieht es aber auch bei den Konsumenten, wenn ich jetzt hier sehe, wie viele junge Leute auch zu Weingütern hinfahren, was man in Deutschland ein bisschen vermisst. Absolut. Ja, also hier sind manchmal auch ja Junggesellinnenabschiede und Junggesellenabschiede, die kommen auf die Weingüter und fahren beim Weingüter und interessieren sich aber auch für den Wein. Ja, ja. Ist halt auch eine schöne Sache. Oder die machen einen Tagesausflug nach dem Motto, heute fahren wir mal von San Francisco ins Sonoma Valley. Wir fahren mal zu einem Weingut und verbringen dort 2 Stunden, wo wir wirklich eine Weinbergstour machen und wir lernen über die verschiedenen Rebsorten, wir lernen über das Klima, vielleicht sogar über biologischen Anbau und dann später geht's ins Weingut, in den Keller und dann werden dann die Weine dort verkostet. Ja. Ist ein ganz anderes Erlebnis. Ja. Ja. Und das, denke ich mal, macht einen Mehrwert von einem Wein auch aus. Absolut. Nicht jetzt, sage ich mal, wie der einzelne Wein schmeckt, sondern ja, wie habe ich mich gefühlt für den Zeitpunkt, oder wo ich auf dem Weingut war. Ich denke, das ist ja generell so, wenn ich jetzt das Beispiel Automobil zum Beispiel ziehe, dann ist es natürlich so, dass heutzutage viele Hersteller rein technisch betrachtet natürlich auf einem sehr ähnlichen Niveau sind, gerade jetzt im Massenmarkt wahrscheinlich auch. Ich glaube, die Parallele ist gar nicht so schlecht, weil technisch nicht einwandfrei hergestellten Wein gibt es heutzutage so gut wie gar nicht mehr. Die Kellertechnik hat jeder im Griff, wird zugekauft oder sei es in Gerätschaften oder in Know-how. Aber natürlich transportieren Automobilmarken genau wie Weinmarken ein Gefühl, eine Emotion, eine gewisse, eine Ansprache an eine gewisse Konsumentengruppe. Ja. Und das ist natürlich das, was hier viel mehr zum Tragen kommt, wie jetzt der Verkauf im LEH, wenn ich bei den Leuten im Laden stehe, der es gemacht hat, der erzählt mir halt diese Story außenrum und dieses Storytelling braucht es heutzutage meiner Meinung nach. Ja. Das wollen die Leute einfach hören. Ja, die wollen einfach, die wollen eine Geschichte haben. Ja, aber die sind auch sehr wissbegierig. Die wollen nicht einfach, hier ist eine Flasche Wein und wissen wenig. Die wollen auch dann, am nächsten Abend oder die wollen die Flasche auch zu ihren Freunden bringen zum Abendessen. Dann wieder weitergehen, was sie erzählen. Wollen dann eine Geschichte erzählen, was sie gelernt haben. Ja. Und das ist schon ganz interessant. Glaube ich, ja. Gerade wenn man wirklich viele junge Leute sieht, die sich dann für Wein begeistern. Wie ist denn dein Arbeitstitel hier im Weingut? Aha. Wie wird deine Position beschrieben? Also Assistant Winemaker. Assistant Winemaker, okay. Und Winemaker klingt jetzt für mich eigentlich eher nach jemandem, der hauptsächlich im Keller arbeitet, oder wäre das jetzt zu kurz gegriffen? Also Winemaker ist eigentlich für die Planung, für die tägliche Planung zuständig. Für betriebliche Abläufe. Für betriebliche Abläufe, genau. Also wann, klar, im Winter fängt es schon an. Weinmaker ist oft auch für den Außenbetrieb verantwortlich. Mhm. Das heißt, wann wird draußen im Weinberg, wann geht es mit Schneiden los, mit Begrünung, mit Arbeiten, die dort anfallen. Dann die Planung vom Herbst, wann geerntet wird, wie viel geerntet wird, wie ausgebaut wird, wie vergoren wird, ist quasi für die Planung zuständig. Mhm. Weniger jetzt für die Arbeiten selbst auszuführen, aber eher fürs Kellerteam sozusagen. Das heißt, wenn ich mir jetzt das so vorstelle, du triffst natürlich jetzt, also nicht nur du in Person, sondern jeder Winemaker trifft ja jetzt auf gewisse Gegebenheiten im Weingut, die, ich will es mal so beschreiben, die dir gewisse Stellschrauben zur Verfügung stellen, die du jetzt mit den Vorgaben, wie die Weine sein sollen, irgendwie umsetzen sollst. Also was ich damit meine ist, oder die Frage ist eher, geht deine Planung oder Entscheidung so weit, dass du auch so ganz grundlegende Sachen mitentscheidest, zum Beispiel welche Rebsorten angebaut werden. Was mir jetzt beim Herfahren zu euch aufgefallen ist, zum Beispiel das Riesenthema Erziehungsmethoden. Mhm. Also geht's so weit oder sind das Rahmenbedingungen, die jetzt quasi die Inhaber
mehr oder weniger vorgeben. Mhm. Also das meiste sind natürlich schon, ich sag mal, kommt schon von der Herkunft, von der Historie vom Weingut, ja. Welcher Fokus auf welchen Rebsorten liegt und dann natürlich auch mit der Planung, Erziehungssystem etc. Aber auch ja für neue Sachen, dann setzt man sich sehr oft mit den Eigentümern zusammen. Und wir sind das Schöne hier auf einem kleinen Weingut, ja, ist natürlich die Kommunikation sehr gut und dann trifft man sich natürlich und ja, und beratschlagt, was kann man machen oder was kann man verbessern. Und ja, da sind wir. Weil der Entscheidungsspielraum ist deutlich größer, da haben wir schon größeren Betrieben. Richtig, halt, genau, da haben wir alles schon sehr guten, da arbeitet man wirklich alle sehr gut zusammen. Was man jetzt vielleicht als normaler Konsument vielleicht nicht weiß, ist, dass ja die Festlegung des Weinstils ja tatsächlich, ich würde jetzt eben so weit gehen, schon mit dem Winterschnitt. Richtig. Beginnt. Ja. Also ja. Jetzt auf der Nordhalbkugel im Februar genau, ungefähr, ne? Genau. Ja. Dass man damit ja eigentlich schon den Grundstock legt, was Qualitätsanspruch und letzten Endes auch Stil. Richtig, ja. Ja, deswegen hatte ich eben kurz damit angefangen. Ja. Oder ich wollte zuerst was vom Weinausbau sagen, bin dann aber direkt auf den Rebschnitt. Ja, wir sind ja immer noch bei dem Thema, wo der Wein entsteht. Ja, genau. Ja, also. Da momentan sind wir gerade mit dem Rebschnitt beschäftigt. Und ja, da wird schon quasi die Menge, die Qualität für das Jahr festgelegt. Deswegen ist eine ganz, ganz spannende Zeit, dass wir da wirklich sehr gute Arbeit leisten, um wirklich ja den Trauben schon oder den Rebstöcken schon ja einen sehr guten Start geben. Ja. Um uns dann die Trauben zu bringen, wie wir sie gerne hätten. Das heißt, also meine Erfahrung ist, dass viele Konsumenten, aber das liegt auch ein Stück weit an der Romantik, die versucht wird, in den Weinanbaugebieten zumindest zu verbreiten, dass die Lese halt das Ein und Alles ist. Ich meine, sicherlich ist das der Termin, auf den das ganze Jahr sich kumuliert und fokussiert letzten Endes, aber es ist halt nur die halbe Wahrheit, weil die Beeren, die müssen halt bis dahin auch durchgehalten haben. Richtig, oder entsprechend genau. Die Reife mit sich bringen und die entsprechenden Zuckerwerte etc. Ja. Klar, die Lese oder der Lesezeitpunkt oder der Tag der ersten Lese ist natürlich immer ganz aufregend, weil es dann wirklich, man spürt es dann am meisten. Man fährt die Ernte halt im wahrsten Sinne des Wortes ein. Ne? Genau, ja. Aber die Monate davor sind wirklich schon ganz, ganz kontrolliert. Ja. Ja, und dann wie gesagt, der Rebschnitt. Wie viele Trauben möchten wir an einer Rebe haben, dann hin bis zur Laubwand, welche Höhe der Laubwand wird angestrebt, wie viel Sonneneinstrahlung möchten wir haben oder wollen wir vielleicht, weil wir hier in Kalifornien sind, etwas mehr Schatten für die nächste Rebe oder die nächste Reihe haben. Dann mit der Begrünung, wollen wir eine Begrünung, wollen wir weniger Begrünung. Begrünung ist jetzt der, muss man vielleicht dazu sagen, der Beiwuchs genau, in den Rebzeilen. Genau, oder, für die Reben mit Nährstoffen zu versorgen. Um Konkurrenz letzten Endes, Nährstoff und Wasser Konkurrenz genau, zu erzeugen. Ja, dann Wasser spielt natürlich eine ganz große Rolle. Ihr bewässert hier oder ist es hier nicht nötig? Nein, wir bewässern. Ja. Ist immer ganz interessant, wenn Besucher aus Weingut kommen. Wir haben hier in Kalifornien oder hier in unserer Regen mehr Niederschlag wie in Deutschland. Allerdings anders verteilt. Konzentriert dann. Also jetzt im Frühjahr ist sehr viel Niederschlag, aber dann im Mai hört es meistens auf und dann wirklich bis Mitte, Ende Oktober haben wir fast keinen einzigen Regentag. Was ja eigentlich insofern ideal ist, weil... natürlich ideal schon für eine schöne Vegetationsperiode zu haben. Das ist natürlich ideal für die Trauben. Ich weiß es jetzt zum Beispiel halt von so Weingütern wie Turley zum Beispiel, das ist halt ganz im Süden, Paso Robles, die ich will jetzt nicht sagen Brüsten, aber für die ist dessen Alleinstellungsmerkmal, eben voll auf Bewässerung verzichten zu können. Das muss man halt, die ganze Wahrheit ist halt, sie bauen natürlich mit Zinfandel auch eine Rebsorte an, die das ganz anders verpackt, wie jetzt ein Chardonnay von mir aus, ja, oder die Weinbergs-Diva Spätburgunder, ja. Die würden sich wahrscheinlich relativ schnell lang machen da. Es gibt vereinzelt noch sehr alte Weinberge, klar, natürlich Zinfandel, die dann wirklich auf Wasser verzichten können. Aber
sehr, sehr, sehr selten. Ja, also das kommt dann wirklich auch schon auf die Lage an, wie viel Grundwasser vorhanden ist, ob die Lagen eher Richtung Westen ausgerichtet sind, ob sie eher gegen Osten ausgerichtet sind, von Bergen je nachdem vielleicht ein bisschen Wasser bekommen. Also da gibt es schon ja ein paar Ansatzpunkte, aber generell ja 90-95% in Kalifornien sind bewässert. Jetzt ist die Lese ja dann quasi der Übergang vom Weinberg in den Weinkeller, wenn man so sagen möchte. Genau. Nochmal auf die Ausgangsfrage zurück, wo der Wein entsteht. Wenn man jetzt die Philosophie hat, der Wein entsteht im Weinberg, wird ja meistens versucht, die Arbeit nach der Lese eigentlich zu minimieren, weil man sagt, jeden Handgriff, den man eigentlich anlegt, verändert den Wein in einer Art und Weise, wie es zumindest dieser Philosophie nicht entspricht. Und deswegen kam ich jetzt drauf, weil Winemaker für mich jetzt mehr halt der Begriff war, der die Arbeitsschritte nach der Lese eigentlich eingeht. Damals hast du ja aufgeklärt, das stimmt ja eigentlich überhaupt nicht. Es ist ja viel weiter gefasst und lange Rede, kurzer Sinn. Wie haltet ihr das dann? Also ist es mehr der Weinberg, ist es mehr der Weinkeller oder ist es die richtige Mischung, auf die es dann ankommt? Ist auch wieder eine gute Frage, ist die Mischung natürlich. Ja, wobei ein guter Weinmaker, wie gesagt, im Keller fängt es an, im Weinberg fängt es an, Entschuldigung. Also ja. Er muss sich schon sehr gut mit den Weinbergen auskennen, ja. Muss sich schon auf das Potenzial der Weinberge verlassen können und braucht dann oder hoffentlich muss dann weniger im Keller machen. Ja. Aber deswegen, ich finde den Begriff Winemaker auch ein bisschen also wörtlich übersetzt ist ein lustiger Name. Ja. Manche Weingüter verzichten eben auf den Namen. Im Deutschen ist halt eigentlich, weil Winemaker, dieses Making ist schon so ein bisschen Wort, was ich so ein bisschen, es hört sich sehr technisch an, nach dem Motto, ich kann dies und das machen. Wir versuchen es aber nicht zu machen. Also wie gesagt, wir wollen die sehr gute Trauben haben, um dann wirklich wenig machen zu müssen. Also ich glaube, das ist auch so ein Trend, halt dieser minimalistische Ansatz, dem Wein möglichst in Ruhe zu lassen, sage ich jetzt mal zusammengefasst, ist eigentlich das Maß der Dinge. Und das funktioniert halt nur, wenn ich weiß, was ich mache, auf sehr hohem Niveau die wenigen Handgriffe zu machen. Und ich meine, auf die Spitze getrieben sieht man es ja in der Champagne zum Beispiel oder auch in anderen Sachen, wo selbst Pumpvorgänge ja versucht werden zu vermieden, sondern nur mit der Gravitation quasi der Wein in den verschiedenen Prozessschritten von A nach B kommt, damit der ja keine Pumpe von innen sieht oder so. Das ist natürlich schon auf eine Spitze getrieben, wo es dann auch wieder die Frage ergibt, macht es am Ende einen Unterschied oder nicht? Also ich denke, irgendwo ist auch durch den wirtschaftlichen Druck natürlich auch das in gewissen Grenzen nur machbar letzten Endes. Ne? Ja, ist ein guter Ansatzpunkt. Und klar, wenn es machbar ist, ist es natürlich eine gute Sache. Wenn ich dafür natürlich dann ein neues Gebäude bauen muss, wenn ich natürlich dann dafür dann die finanziellen Mittel vielleicht hab schön und gut. Ja. Wenn ich dann vielleicht den Champagner auch für 40-50 Euro verkaufen kann, natürlich umso besser. Aber ob es der Qualität so viel abtut oder herläuft, ist natürlich schon auch wieder. Ja. Man kann das Ganze natürlich dann ganz bis auf die Spitze treiben. Ja. Man muss halt versuchen, wirklich für sich dann oder jeder Betrieb dann für sich wirklich eine gute Philosophie auch zu finden, wo es auch umsetzbar ist. Dann würde ich doch mal sagen, probieren wir doch mal den Wein, der noch übrig ist. Ich glaube, der Cabernet Sauvignon ist es jetzt. Genau, der 2015er Sonoma Valley Cabernet Sauvignon. Ich nehme das Glas. Wir machen ja hier bei Schub hauptsächlich Spätburgunder, Pinot Noir und Chardonnay. Der fällt jetzt ein bisschen aus dem Rahmen. Genau, auch schon an der Flaschenform. Also das Foto zu den Flaschen gibt es natürlich noch auf Instagram. Aber die ersten beiden Weinarten sind jetzt in der Burgunderflasche, was auch das ist ein Ausdruck meiner Meinung nach für die Herkunft der Rebsorten natürlich. Sind ja beides Burgunder-Trauben.
Und Cabernet Sauvignon ist ja in Bordeaux zu Hause, wie wir schon in Folge 1 gehört haben. Und dort ist einfach aus der Historie heraus eine andere Flaschenform üblich. Aber das ist eigentlich auf der ganzen Welt gang und gäbe. Man nimmt eigentlich die Flasche, die am besten zu dem Stil oder der Herkunft des Weines passt. Ganz genau. Ja, ja. Deswegen ja, mit unserem Chardonnay und mit unserem Pinot Noir möchten wir natürlich dann an das Burgund anknüpfen, genau, und mit unseren Cabernets dann ins Bordeaux. Ja, was natürlich auch sehr schön ist hier in Kalifornien. In Europa ist man oft ja Stunden mit dem Auto quasi unterwegs von der Champagne oder vom Burgund bis in Bordeaux zu fahren. Und hier haben wir wirklich sehr schöne klimatische Gegebenheiten, wo wir innerhalb von ja wenigen Meilen fast schon oder ja, wenigen Kilometern verschiedene Rebsorten anbauen können. Ja, gehen wir nahe an die Küste. Manchmal wird Nordkalifornien ein bisschen zu warm angesehen. Also Nordkalifornien ist schon ein sehr raues Klima. Ja. Wobei es in sehr, Oregon ja sehr, auch noch sehr, viel Weinbau gibt. Genau, ja, aber sehr kühles Klima. Und umso näher man an die Küste geht, umso bessere Bedingungen hat man dort für eben Pinot Noir und Chardonnay anzubauen. Einen wichtigen Punkt, aber wir hatten ja hier Sachen wie die Rhone Ranges. Dann gab es noch diese Marriage-Sachen da. Ich weiß gar nicht mehr, wie das da, also dieser Bordeaux-Stil, als der hier angefangen hat. Irgendwas, eine Bewegung gab es, die irgendwas mit Marriage sich genannt hat. Also es haben auch viele französische Weingüter hier investiert, auch gerade Champagnerhäuser hier in Caneros haben wir. Ja, direkt um die Ecke quasi. Direkt auch, um die Ecke, ja. Also ja, du hast schon recht, das habe ich gar nicht so gesehen. Also man hat hier schon auf einem relativ engen räumlichen Bereich eine wahnsinnige Vielfalt an Stilen, die man jetzt so in Europa vielleicht nicht so findet, so konzentriert. Ne? Ja. Und das natürlich schon für den Winemaker ist natürlich schon wieder ist natürlich schon eine schöne Gegend. Ja, wo ich wirklich mit 7, 8, 9 verschiedenen Rebsorten innerhalb von einem Weingut arbeiten kann, ist natürlich schon sehr schön. Gerade auch durch unterschiedliche Reifezeitpunkte. Wenn man jetzt an Deutschland denkt, Herbst, die Ernte dauert meistens 2, 3, vielleicht mal 4 Wochen. Und bei uns sind es meistens schon 8, 9 Wochen, je nachdem. Also natürlich haben wir keinen Druck vom Regen her, dass die Trauben unbedingt gelesen werden müssen. Und wir können sie einfach dann optimal reif werden lassen. Und das ist natürlich schon schön, ein bisschen mehr, um kreativer sein zu können. Okay. Ja, dann probieren wir mal jetzt den Cabernet. Jetzt haben wir ja lange genug drüber gesprochen. Mhm. Also 2015. Ja, von der Farbe her, also Rubinrot, leichter wässriger Rand. Ich würde sagen, Farbintensität ist so mittel einzuschätzen. Natürlich ist er klar, also er macht natürlich auch Weinschönung, nehme ich mal an, ganz normal, also filtriert. Und von der Nase, wie würdest du das beschreiben? Ja, also wie du schon gesagt hattest, ja, schöne rote Farbe. Kleiner Anflug von Vanille, bisschen Schokolade. Ja. Aber dann auch sehr schöne rote Frucht, die mir hier direkt entgegenspringt. Ja. Also der Unterschied zu den ersten Weinen, die wir jetzt hatten, der ist natürlich viel opulenter in der Nase. Er springt ja, wie du jetzt richtigerweise gesagt hast, fast aus dem Glas einen entgegen. Er tritt mit einem ganz anderen Selbstverständnis auf. Also er ist schon ein Forscherarbeit, ich würde es vielleicht so sagen. Ich will das jetzt auch gar, meine es gar nicht wertend, aber es ist einfach von der Charakteristik her natürlich eine ganz andere Hausnummer wie jetzt im Spätburgunder. Ich würde es sogar so weit gehen, es sind vielleicht sogar die Gegenpole im Rotweinbereich. Ne? Ja, auf jeden Fall, klar. In Frankreich natürlich, ja. Natürlich ein Riesenunterschied. Da würde man wahrscheinlich selten einen Burgunden Wein von Bordeaux finden oder auch umgekehrt. Aber hier wird es gemacht. Ein Grund dafür ist, denke ich, auch für die Kunden anzusprechen, die auf die Weingüter kommen. Wir hatten ja eben schon kurz die Rede davon. Und oft sind Leute, die trinken lieber einen Spätburgunder, den können wir anbieten, aber wir können auch gleichzeitig einen Cabernet anbieten.
Und das ist natürlich dann schön, wenn man eine schöne Vielfalt hat. Gleichzeitig, gerade hier bei uns in der Gegend, in dieser, das ist ja die kleinere Beschreibung ist der Caneros, in unmittelbarer Nähe zur Bucht quasi. Und die Bordeaux-Weinberge sind quasi nur 15 Minuten entfernt, etwas höher gelegen, aber sind auch weniger mit Napa Cabernets zu vergleichen. Mhm. Also Sonoma Valley Cabernet ist immer noch ein bisschen an der leichteren Seite im Vergleich zu Napa, die dann schon heftiger, die schon kräftigere Weine sein können. Mhm. Wir möchten sie aber auch genauso haben. Wir wollen sagen, das ist ein Sonoma Cabernet, hat ein bisschen mehr diese typische rote Frucht, hat noch etwas gewisse Leichtigkeit, trotz der präzisen Frucht. Ja, wir hatten es jetzt gerade schon mit Claudia auch. Ich denke, da schließt sich der Kreis auch wieder zum Thema Weinbewertungen oder Robert Parker im Speziellen, der natürlich mit seinen Bewertungen eine gewisse Feedbackschleife eingebaut hat, weil natürlich gerade im Napa Valley viele Winzer begonnen haben, Weinstile oder Weine zu machen, die möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. Also ich meine, 100 Punkte ist halt das Ziel, was halt hier sehr, sehr viele Weingüter verfolgen und auch erreichen. Und 100 Punkte gibt's halt von Robert Parker, wenn man jetzt das verkürzt sagen möchte, halt nur auch für eine gewisse Weinstilistik, die, denke ich, schon eher als Fett vielleicht zu bezeichnen ist. Ja? Ja, oder eine Wuchtbrumme, oder wie man es auch sagen möchte. Und das, denke ich, also diese Feedbackschleife, die hat die Stilistik über die Jahre hinweg vom Napa Valley natürlich schon nachhaltig beeinflusst, meiner Meinung nach. Weiß ich, wie es stimmt, wird es ja, auf jeden Fall stimme ich schon so. Ja, ist natürlich der Traum, sage ich mal, von jedem Weingut, einen 100-Punkte-Wein oder einen 100-Punkte-Wein zu erzeugen. Ja. Jetzt stellt sich natürlich, oder mir stellt sich die Frage, muss ich einem speziellen Stil folgen, der vorgegeben ist? Möchte ich denn eigentlich diesem Stil folgen? Kann ich mich mit dem Stil auseinandersetzen? Möchte ich meine Weinberge darauf hinführen, um diesen Stil zu erzeugen? Und da scheiden sich manchmal so ein bisschen wirklich die Geister, wo man sagt, ja, ist ein ganz schöner Ansatz, aber dem muss ich mich nicht unbedingt hinzugezogen fühlen. Ja, gibt auch ein sehr schönes Buch, vor kurzem habe ich bei einem Podcast darüber gehört, Napa Valley Now and Then, also damals und heute. Und es beschreibt auch so ein bisschen schön, wie damals, in den Anfangszeiten vom Napa Valley, wo die Cabernets doch ein bisschen leichter waren. Und dann ging es so ein bisschen mehr in die Robert Parker Geschichte, ein bisschen kräftigere, fettere Weine zu erzeugen. Und jetzt geht es wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Manche Weingüter wollen einfach ein bisschen was Leichteres haben, was ein bisschen mehr Trinkfreude meines Erachtens auch mit sich bringt. Vielleicht auch früher trinkreif sind. Ich denke, das ist auch ein Aspekt, wo es jetzt vielleicht drum geht, weil die 100-Punkte-Weine, also da gibt es jetzt sicherlich Ausnahmen, aber gerade wenn ich jetzt an Bordeaux-Blends denke, ist es ja schon so, dass die 100-Punkte-Weine eigentlich alle durch, also mir fällt jetzt spontan kein Beispiel ein, alle eine sehr lange Flaschenreifung benötigen, bis das das Fenster eigentlich aufgeht, das Trinkfenster. Ja. Und das, gut, auch preislich ist es natürlich ein Kundensegment, die mit Weinlagerung oder auf Vorrat kaufen kein Problem haben, aber für die große Masse ist es halt eigentlich schon so, die Weine müssen einfach zügig trinkreif sein, weil sonst sind sie im größeren Volumen verkäuflich. Richtig, ja. Ist natürlich auch gut, wir sind momentan, probieren gerade ein 2015er. Weine brauchen etwas, bis sie ihr volles Potenzial zeigen. Aber kommt sehr jung vor. Aber zu lange sollen sie es auch nicht zeigen. Also zu lange hinaus zögern, das wollen die Kunden. Was würdest du sagen für den Cabernet? Was hat der für ein optimales Trinkfenster? Ich würde mal sagen, jetzt so, oder? Geht's langsam los? Jetzt geht's langsam los. Ist jetzt auch, momentan, wie gesagt, der 2015er bei uns im Verkauf. Der 2016er wurde letzte Woche abgefüllt. Also braucht so circa, 2 Jahre liegen sie generell, also 24 Monate im Holzfass. Dann circa nochmal ein
1,5 Jahre dann quasi auf der Flasche, bis es dann losgeht. Aber für die nächsten, ja, 10-12 Jahre, dann macht es richtig Spaß. Ja. Also ich finde ihn jetzt fast noch zu jung, muss ich sagen. So, ja, aber braucht schon. Er braucht schon noch, ne? Ja. Ich meine, zwei Jahre im Holzfass ist natürlich schon ordentlich. Wenn ich jetzt lügen müsste, dann würde ich sagen, jetzt für spanische Verhältnisse sind wir ja da eigentlich schon im Gran Reserva-Bereich mit zwei Jahren Holzfassausbau. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist der Wein noch sehr jung. Und was ich jetzt noch vermisse, sagen wir es mal so, was aber sicherlich kommt, ist einfach die zusätzliche Dimension der Reife und Alterungsnoten, die ich gerade beim Cabernet, der halt sehr viel Grip hat durch die vielen Tannine, eigentlich sehr stark profitiert, wenn er ein paar Jährchen noch auf der Flasche hat. Ja, wie ich eben gesagt hatte, diese roten Aromen sind jetzt eher vordergründig oder springen quasi einem schon springen aus dem Glas. Aber das Ganze, das ändert sich natürlich damit. Also ich würde es schon Reife. Und dann kommt ein bisschen mehr, da kommen da verschiedene andere Level sozusagen für andere Geschichten, andere Schichten, andere Aromen und dann wird es natürlich interessanter. Ich habe es in einer Podcast-Folge schon mal erwähnt, also die Fruchtbetontheit würde mir jetzt in der Blindverkostung schon den Fingerzeig auf neue Welt einfach sehr stark zeigen. Ne? Weil ich sag mal, es ist jetzt natürlich eine Bordeaux-Rebsorte natürlich, reinsortig. Deswegen ist der Vergleich jetzt mit Bordeaux natürlich muss hinken, weil man dort ja eigentlich immer eine Cuvée hat, aus gutem Grund. Aber diese Fruchtigkeit ist natürlich das, was man jetzt in Frankreich in der Form im Bordeaux natürlich überhaupt nicht hat. Ne? Jetzt nicht auf der Village-Ebene und drüber, da ist es ja eher sehr holzbetont, sehr staubig. Richtig. Aber wir wollen unseren Wein auch ein bisschen, gerade auch für den Markt hier, sag ich mal, ist die Frucht schon sehr wichtig auch. Ja, also ein bisschen etwas zugänglicher, etwas fruchtiger, einfach ein bisschen früher genießen können. Wie viel Alkohol hat der? Der müsste um die 13,5, also 13,5, 14%. Auch auf der tendenziell leichten Seite, würde ich mal. Also, völlige Mittel, aber. Wie schon gesagt, Sonoma, noch ein bisschen leichter. Bisschen eher auf der eleganteren Seite. Genau, wo es dann, in Napa schon teilweise. Aber hervorragend 14, integrierter 15. Alkohol. Also, denke ich auch. Schöner Körper. Springt mit raus. Ja, keine. Ja, sehr schön. Gut. Die Länge finde ich eigentlich auch ganz gut. Die Tannine, man merkt schon, das hätte mich jetzt auf Cabernet Sauvignon bringen lassen, weil dieser Grip, diese Körnigkeit der Tannine, obwohl sie jetzt hier natürlich sehr reif sind. Ich denke, ihr habt da ein sehr gutes Lesegut auch für die Qualität schon gehabt. Ich weiß gar nicht, habt ihr da noch eine Qualitätsstufe drüber, über dem? Oder habt ihr im Cabernet Sauvignon nur in Anführungszeichen Sonoma Valley? Sonoma Valley ist jetzt unser Einstiegs. Der Einstieg, genau. Da gäbe es noch eine Etage. Wir haben noch ein Reserve Cabernet. Ja, mit speziellen Fässern dran. Aber trotzdem ist diese Körnigkeit, Samtigkeit der Tannine finde ich jetzt schon für ein Cabernet sehr gut gelungen, für die Qualität. Ja, denke ich auch. Niveau. Ja. Also wir versuchen schon, wenn wir uns dann immer zusammen, wir setzen uns dann auch zusammen, dann auch mit kleinen Axel Schug und machen dann verschiedene Blindproben und versuchen dann schon, ist natürlich dann schon ein langer Prozess, aber auch ein sehr schöner Prozess, wo wir dann verschiedene Fässer zusammenfügen können, um dann wirklich eine schöne Frucht, aber auch eine schöne Samtigkeit in den Wein zu haben. Weil das macht dann Cabernet Sauvignon manchmal ein bisschen sperrig, wenn man die Tannine nicht je nachdem schon. Ja, also da ist schon wichtig, dass man wirklich eine schöne Balance im Wein hat. Gewisse Zugänglichkeit ist schon wichtig. Haben wir noch was vergessen, denkst du? Was würdest du noch loswerden wollen? Was wollte ich noch sagen? Ich denke, wir haben etwas über die Weinberge gesprochen, über die Weinherstellung, über das Klima, Kalifornien gesamt und
wir freuen uns natürlich, wenn wir Besucher hier auf dem Weingut willkommen heißen können. Ich hoffe, der ein oder andere Hörer ist hier mal, fühlt sich angesprochen und macht sich auf den Weg zu euch. Ja, wäre sehr schön. Ja, um einfach ein bisschen mehr zu lernen. Ja, vielleicht so ein bisschen die Weine oder die kalifornischen Weine, die man überwiegend in Deutschland findet. Da könnte sich auch noch ein bisschen was tun. Ich denke mal, da wäre es schön, wenn man ein bisschen qualitativ höhere Weine in Deutschland finden würde. Gerade LEH findet man eher die größeren Weingüter. Und ja, ich fahre ja nachher noch zu Mondavi. Aber da man ja oft auch am deutschen Markt. Genau, aber da fehlt es doch so ein bisschen, um wirklich das ganze Potenzial von kalifornischen Weinen sehen zu können. Ja. Gut, alles klar, Johannes. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Und wir genießen jetzt noch die Weine. Super, ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss. So, das war's dann auch schon wieder. So schnell kann eine knappe Stunde vergehen, wenn man sich über ein spannendes Thema unterhält. Den Wein, den ich mit Johannes zusammen probiert habe, den Cabernet Sauvignon von 2015, den gibt's auch in Deutschland zu beziehen. Allerdings, ich habe im Internet nur den Jahrgang 2011 gefunden. Den Link zur Bezugsquelle findet ihr dann ebenfalls wieder in den Shownotes. Die Bilder vom dem Weingut findet ihr natürlich auch auf Instagram, allerdings werden die dann verlinkt sein, bezogen sein auf das Interview mit Claudia Schuck direkt. Allerdings das übliche Selfie ist natürlich dann mit Johannes gemeinsam. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir an dem Tag, wo ich in Kalifornien unterwegs war. Ging es jetzt dann noch für mich weiter ins Napa Valley. Das heißt, die nächste Folge habe ich noch am selben Tag aufgenommen. Das war ziemlich tough für mich wegen der Zeitverschiebung, dann an dem Tag 3 Interviews zu machen. Und zwar bin ich dann noch ein Stückchen weiter nach Norden gefahren, nach Nordosten ins besagte Napa Valley zu der weltbekannten Winery Robert Mondavi, wo ich die Winemakerin Nova Kedemater treffen werde und ich habe mich dort mit ihr in dem Weinkeller von Mondavi zusammengesetzt und das wird dann quasi der Abschluss dieser Kalifornienreise im Rahmen meiner Interviews sein. Dann wünsche ich euch alles Gute, gute Weine in erster Linie. Ich freue mich auf euer Feedback, wie euch das Interview gefallen hat, wie euch vielleicht der Wein geschmeckt hat, wenn ihr ihn nachgekauft habt. Bis dahin, alles Gute, bis zum nächsten Mal.